Dr. Taifun Kraft eilt in der Gynäkologie einer Patientin zu Hilfe, die mit ihrem Ehemann vom Röntgen kommt. Eigentlich ist sie in der Klinik, weil bei ihr Knoten in der Brust entdeckt wurden. Doch offenbar gibt es noch andere Symptome. Erzählen Sie mal, was ist denn los hier? Oh, mir ist das wirklich unangenehm, aber mir kam das alles so hoch. Also mir war furchtbar übel. Kreislaufbeschwerden, Übelkeit. Ja, kaltschweiß ich schon ein bisschen. Ja. Seit wann haben Sie das denn? Ungefähr seit 2 Monaten, so okay. Pi mal Daumen. Ja, ja. Können Sie ein bisschen abdrücken. Und wann war die letzte Periode? Die letzte Periode, die habe ich das mal da rein, vor 2 Wochen gehabt. Ach so. Okay. Ja, also kam richtig pünktlich und... Ich kann ja auch nicht schwanger sein, ne? Weil so Übelkeit ich, und so... Ich habe was anderes in Vermutung, also ja. Weswegen ich ja auch hier bin. Ja, genau, weshalb sind Sie hier? Und zwar, mein Gynäkologe hat beim Abtasten an meiner Brust so Knötchen festgestellt. Okay. Und ja, deswegen sollte ich... Da haben Sie ein bisschen Angst, ne? Da habe ich Angst vor. Wir sollten nur mal kontrollieren. Weil ich bin ja auch erblich vorbelastet. Meine Mutter ist damals dran verstorben. Oh Gott, ja. Deswegen ist mir auch so übel. Oh, kann ich ja verstehen. Ja, was haben Sie hier in der Hand? Darf ich sehen? Ach so, das sind die Bilder. Ist ja schon für Röntgen gemacht. Ich gucke mir mal die Bilder. Nein, natürlich nicht. Als Frau Schneider zu uns auf die Station kam, war ihr ihre Anspannung deutlich anzumerken. Was ich natürlich auch verstehen konnte, als sie dann erzählte, dass ihre Mutter schon an Brustkrebs verstorben ist. Und sie natürlich diese Angst begleitet hatte durch ihren Frauenarzt, der sie hierher schickte zur Mammographie. Und jetzt war natürlich die Anspannung groß. Und sie wollte halt einfach wissen, ja oder nein. Gut, das sind Röntgenbilder. Ich habe Krebs. Nein. Einige Verkalkungen zu sehen. Diese Verkalkungen müssen wir klären. Dass Sie Krebs haben, habe ich zwar nicht gesagt, aber mit absoluter Sicherheit ausschließen kann ich nicht. Nach der Mammographiebilder könnte ich noch nicht die Diagnose stellen, weil das nur ein Verdacht bestand und nur die Kalkablagerungen da waren. Es könnte bedeuten, dass das eine gutartige Veränderung ist. Es könnte auch genauso eine Krebs bedeuten. An Brustkrebs erkranken in Deutschland jährlich mehr als 57.000 Frauen. Auch Dr. Taifun Kraft stellt beim Abtasten der Brust kleine Knoten im Gewebe fest. Für ihn ist klar, weitere Tests sind dringend notwendig. Ich muss das abklären. Das ist ein abklärungsbedürftiger Befund. Im Röntgenbild sehe ich, dass so eine Verkalkungen an einer bestimmten Stelle rechts oben, genau die Stelle entsprechend, wo meine Tastbefund ist, wo sie auch Beschwerden haben, Schmerzen haben. Ja. Ich empfehle alle Frauen, regelmäßig zu Krebsvorsorgeuntersuchungen zu gehen. In unserem Fall weiß man ja auch ganz genau, wie wichtig das ist, eine Frühdiagnose zu stellen. Wir können Kampf gegen Krebs nur gewinnen, wenn wir Frühdiagnose stellen können. 88% der Fälle werden durch die Frühdiagnose komplett ausgeheilt. Obwohl die Diagnose Krebs heißt, heißt das nicht unbedingt Todesurteil. Was mich stört hier, das sind so ganz klitzekleine Mikrokalk. Mikrokalk ist die Kalkablagerungen in der Brustdrüse. Es gibt nur 2 Gründe. Entweder durch die schnell wachsende Brustgewebe verkalken sich die Stellen in den Gefäßwänden. Das ist der Krebs. Bei der Krebs gibt es auch. Das ist jetzt mal der Unterschied, ob es Krebs oder nicht Krebs ist, kann ich nur nachweisen, indem wir eine Histologie machen. Zum Histologie machen, das heißt Pathologie, das müssen wir dann eine Gewebeprobe entnehmen. Mit dieser Gewebeprobe sagt unser Pathologe, ob es gutartig oder nicht gutartig ist. Und dann müssen wir weiter. Tut das weh? Bekommt man eine Narkose? Wir machen dann eine örtliche Betäubung. Das braucht man keine Narkose. Das ist wie so ein normaler Stich, brauchen Sie keine Angst haben. Machen wir immer so. Also eine etwas unangenehme Untersuchung muss man unter Sicht machen per Ultraschall. Und dann schauen wir mal. Ja? Okay. Mhm. Gott sei Dank, die gutartige Veränderung in der Brustdrüse wesentlich häufiger als die Krebsdiagnose. Deshalb empfehle ich den Frauen, die einen Knoten getastet haben, nicht mit panischer Angst daran zu denken, dass die Krebs haben. Doch aufgrund ihrer Vorgeschichte rechnet die Frau mit dem Schlimmsten. Sie wird stationär aufgenommen und soll am nächsten Morgen zur angeordneten Untersuchung. Nach dem Aufstehen spitzt sich die Situation noch mal zu. Hallo? Hallo? Oh. Moment. Kommen Sie mal einmal rauf. Vorsicht. Was ist passiert? Oh, die blutet. Der Kreislauf?
Sie blutet. Er war eben auf dem Rollstuhl. Kann mir einer geben, bitte? Wieso die gelernte Erzieherin zusammengebrochen ist, kann auch niemand sagen. Dass nur die Aufregung dafür verantwortlich ist, glaubt der Gynäkologe diesmal nicht. Er will der Sache sofort auf den Grund gehen. Mama, warum sind Sie umgefallen? Mir war schwindelig, übel und auf einmal war mir schwarz vor Augen. Und dann weiß ich nicht, ob es Wumms gemacht hat, konnte ich mich nicht mehr halten. Ich bin gegen das Waschbecken gefallen, glaube ich. Ja, wollte einfach nur noch mal. Ja, sieht so aus, als wäre sie wirklich mit der Lippe halt, ne? Vor das Waschbecken. Okay, ja, ja. Haben Sie sonst noch Beschwerden? Irgendwie? Im Unterleib, ziehen an den Brüsten. Aha. Schlecht, übel, schwindelig. So quasi alles. Müssen wir gleich mal, auch nachdem wir geklebt haben, Sie kurz untersuchen wegen der Unterleibsschmerzen. Nach über 30 Jahren Berufserfahrung als Gynäkologe vermutet Dr. Taifun Kraft inzwischen einen ganz anderen Grund für die Beschwerden der 42-Jährigen. Das Ergebnis der Ultraschalluntersuchung kann das Ehepaar kaum glauben. Ja, jetzt wissen wir ja mal, warum Sie so Übelkeit und Erbrechen haben. Ich habe da mal eine Erklärung dafür. Mach mal eben ein Foto. Kann ich das Licht wieder anmachen? Ja, bitte. Soll ich mal nach den Werten gucken? Ja, bitte, die Werte. Gucken Sie mal, was ich hier habe. Das ist eine Schwangerschaft. Sie sind schwanger. Wie kann das denn? Ich habe doch meine Periode gehabt. Ja, sehen Sie, das ist so eine schöne Überraschung. Ne? Sie wollten ja aber so lange Kind haben. Ja, wir haben das jahrelang versucht, nie hinbekommen. Echt? Sogar eine künstliche Befruchtung hinter uns, die mich hingehauen hat. Aber das ist dieses Phänomen, was man wirklich immer hat. Solange man sich drauf versteift, innerlich kann und drauf konzentriert, klappt es nicht. Ist klar, dass sie dauernd schlecht wurde und so weiter. Ja, das erklärt schon einiges. Ne? Frau Schneider hat geglaubt, dass sie Periode hätte. Das war aber Blutungen in der Schwangerschaft. Gibt es manchmal auch in der Schwangerschaft solche Blutungen, die auch pathologisch sein können durchaus, also drohende Fehlgeburt zum Beispiel. Normalerweise in der Schwangerschaft gibt es keine Blutung. Ja, klasse, aber was ist jetzt eigentlich mit dem Krebs, den ich habe? Ja, also übrigens, die Werte bestätigen auch die Schwangerschaft sowieso, also eigentlich schon fast. Für mich ist auch wichtig, dass die andere Laborwerte okay ist. Kann ich ein gesundes Kind dann kriegen? Ja. Oder überträgt sich das dann? Nein, Krebs überträgt nichts zum Kind. Kann ich dann auch stillen? Müssen wir gucken, natürlich, was das Ergebnis gibt. Ich kann im jetzigen Zeitpunkt Ihnen gar nichts sagen, was wir finden werden. Man kann durchaus mit Brustkrebskind austragen. Es gibt eine Chemotherapie sogar, dass man dann ab 13. Schwangerschaftswoche machen könnte. Kurz vor der Entbindung, vor 14 Tage vorher, kann man da bestimmte Sachen ja absetzen und so durch die Management der Brustkrebstherapie in der Schwangerschaft heutzutage gar kein Problem. Also, allererstens, wir müssen eine Probeentnahme machen von der Brust, trotz Schwangerschaft. Ne? Das kann man ja durchaus machen. Kein Risiko? Das ist kein Risiko für die Schwangerschaft. Narkose? Narkose brauchen wir bei solchen Sachen nicht. Man macht mit einem kleinen örtlichen Betäubung, was ja für Kind nicht schädlich ist. Noch kann sich die schwangere 42-Jährige nicht wirklich freuen. Die drohende Krebsdiagnose und die unerwartete Schwangerschaft sorgen für höchste Anspannung. Am nächsten Tag liegt die Laboranalyse vor. Frau Schneider, Sie erwarten sehnsüchtig auf das Ergebnis. Ne? Ja. Sind mal gespannt. Ja. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Ja, zweite gute Nachricht. Ne? Erste war mit Baby. Also, Ergebnis von der Histologie ist gutartig. Ja. Ja. Das habe ich doch gesagt. Ja. Oh Mann. Kleine Maus. Oh, schön. Jetzt ist alles gut. Ja, ehrlich. Jetzt können Sie sich komplett auf Ihr Baby konzentrieren. Ja. Und das andere, also sind nur Kalkablagerungen. Ich habe gedacht, ich hätte bei meiner Mutter genau. Mama. Da kommt aber große Aber natürlich, ne? Dass, obwohl das jetzt gutartig ist, wegen Ihrer Geschichte, wegen Ihrer Mama, müssen Sie regelmäßig Mammografieuntersuchungen machen lassen. Das heißt, nächste würde ich vorschlagen, auf jeden Fall halben Jahr, da der Knoten gutartig ist,
ist eine Operationsindikation mit Entfernung dieser Knoten, solange sie keine größeren Beschwerden hat, nicht erforderlich. Also regelmäßige Kontrolle beim Frauenarzt unbedingt, Mammografiekontrolle machen lassen. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite, freuen Sie sich erstmal auf Ihr Baby, müssen wir nichts nachbehandeln. Ne? Und Fäden ziehen kann man dann auch beim Frauenarzt noch mal eine Woche. Ja? Wir haben uns auch sehr gefreut für Sie. Mensch, vielen, vielen dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Hab mich auch selbst gefreut, natürlich, dass es so gut gelaufen ist. Ja. Wenn Sie irgendwas brauchen, dann wissen Sie Bescheid. Ne? Wir sind direkt nebenan. Die Patientin hat 7 Monate später ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Und die gelernte Erzieherin konnte es auch stillen.